Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, gestern ohne Ende kann ich euch sagen, irgendwie war gestern der Tag, also wenn auf Google gestern gestanden hätte, der 5.7. ist der One-Star-Day, dann war es das. Gestern auf jeden Fall. Ja, gestern war wirklich ein ganz, ganz fataler Tag, Leute. Und ich denke mal, ihr kennt das da draußen auch, wenn es dann irgendwann mal nicht mehr geht. Also es geht wirklich nicht mehr weiter. Ihr seht das hier. Und das sind jetzt nur meine Accounts, die ich aufzähle. Alex 0 Sterne, Farnsworth 1 Stern. Ich bin ja schon froh, dass andere auch 1 Stern machen. Also ich bin nicht nur allein das 1 Stern Monster. Okay, Uschi hat 3 Sterne gemacht, hat aber auch die Nummer 30 gemacht, wo ich leider mit dem Alex wirklich nichts gerissen habe. Und 2 Socken, 1 Stern, frei. Okay, der Tanz aus der Reihe, 2 Sterne. Böser frei. Tanz aus der Reihe, Lela, 1 Stern. Chefkoch, 1 Stern. Es war wirklich ein Tag. Und auch Basti auch, da oben ist aber keiner. Kein Account von mir oder so. Und auch hier unten, Old Greenhorn, auch mit 1 Stern. Also gestern war wirklich One-Star-Tag, aber damit noch nicht genug. Denn das Ganze zog sich gestern durch alle meine Accounts irgendwie. Außer Toto, der tritt da wieder aus der Reihe und da unten die 3 Sterne auch. Aber dann ging es hier wieder los. Schief Barfuß, 1 Stern. Leon, 1 Stern. Donnerbengel 1 Stern, Taxifahrer 1 Stern, Why Because 0. Mo, okay. Beckensheriff 1 Stern, Taxifahrer Tobi 1 Stern. Also gestern war wirklich, kann ich euch echt sagen, Tag des 1 Sterns und das hört auch nicht auf. Wir sind hier im laufenden CK und das war jetzt nur, oder das ist der Clan, wo wir halt immer Hit-Uppen, außer im Clan Deutschland Etter müssen wir auch viel Hit-Uppen, aber nicht so krass. Ja, und hier geht es eigentlich. Ja, das wäre jetzt Toto auf den hier, 12 auf 13. Wir haben gestern Abend da lange darüber diskutiert, wie Supercell das eigentlich in den Griff kriegen könnte, dass manche Clans, da weißt du ja nicht, warum hocken die hier in Kristall 2. Ja, die müssen eigentlich viel, viel höher aufgehangen sein. Und also wenigstens so 1, 2, 3 liegen höher und nicht auf diesem Niveau letztendlich, wo wir eigentlich kämpfen. Denn Das macht immer weniger Spaß. Von Monat zu Monat macht die Liga weniger Spaß. Obwohl die Liga mir eigentlich immer mehr Spaß gemacht hat, macht sie mir jetzt aber leider ein bisschen weniger Spaß. Aber wir gehen trotzdem mal rein hier. 90%, fast ein Dreier gewesen. Okay, also Rathaus 13 auf Rathaus 13. Echtes Ramses ist schon 13 da oben. Ja, alles klar, mit... auch mit einer schönen Kombi, die habe ich auch schon mal genommen. Allerdings mit den Magiern und nicht mit den Bogenschützen. Aber der Yeti Smash mit den Bogenschützen ist auf jeden Fall eine coole Angriffsstrategie, vor allen Dingen in Verbindung mit dem Batspell. Ich habe immer ein bisschen Respekt vor dem Batspell. Ich benutze den auch, ja. Aber zum Hit-Uppen ist es ein bisschen schwierig. Da nutze ich dann doch unter Umständen andere Zauber. Bevor ich mit den Bats gar nichts reiße, denn die sollen ja im Backend richtig was bringen. Die sollen ja nochmal richtig die Base aufräumen, während deine anderen Truppen, ich nenne es mal so, ja noch irgendwo leben. Ja? Denn ohne macht das keinen Sinn. Man muss auch nicht unbedingt das Rathaus bekommen, sage ich mal. Aber ich meine, ja, das ist jetzt eigentlich super, super gemacht und zieht aber die Bats jetzt auch ziemlich spät erst raus. Jetzt kommen sie raus. Und der Magierturm war aber schon angehittet. Da muss ein Friesruf. Okay, kommt auch drauf. Sehr schön. Und das ist ja eine ganze Menge. Ne? 6 Bat-Spells, aber dann gegen den Multi. Ja, da wird es ein bisschen schwieriger. Geht aber noch ganz gut. Und ich bin mal gespannt, was eigentlich am Ende tatsächlich hier überblieb. Der Multi nicht. Okay, da war es nur die Zeit oder war es die gegnerische Queen? Es sieht mir gerade ein bisschen so aus, als wenn es die gegnerische Queen ist, die dem Ganzen da gar ausmacht. Oh, ganz weg, alle Bats verloren, okay. Das ist tragisch. Okay, alle Bats leider verloren. Das war jetzt tragisch, denn ansonsten wären das 3 Sterne gewesen. Aber ganz klar, okay, die Queen hier unten hat natürlich jetzt gegen die gegnerische Queen keine Chance.
Aber die Bats hätten das sicherlich gerissen, wenn er sie hier hätte behalten. Aber hätte Fahrradschloss, wisst ihr selber. Aber nichtsdestotrotz, es kommt noch schlimmer. Denn auch hier beim kleinen Herausforderer habe ich gestern einen Einstern hingelegt. Also 49 oder ja 48% ist natürlich sehr, 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 sehr ärgerlich. Aber ich weiß gar nicht, was ich da nicht mitgenommen habe. Ich glaube, ich habe das Rathaus nicht mitgenommen, oder? 48% hört sich eher nach. Oder Rathaus und nicht genug Prozente. Eins von dreien war es auf jeden Fall. Wir haben den Clankrieg trotzdem gewonnen, aber es fehlen natürlich Sterne, weil angreifen tun wir, bis auf am ersten Tag jemand nicht. Also letztendlich hat gestern jemand im Livestream gesagt, wir haben es eigentlich nicht verdient, wenn wir aufsteigen, weil uns Angriffe fehlen. Nämlich im Moment fehlt uns tatsächlich ein einziger Angriff, der noch nicht gemacht wurde, denn im laufenden CK sieht es auch sehr, sehr gut aus. Da ist aber, das ist ja der laufende CK hier, schuldig bitte. Da sieht es aber im Moment sehr, sehr gut aus. Da macht dann eher der Gegner einen Sterner. Ich meine, wir haben auch schon einen Einsterner gemacht, aber wir haben einen Dreisterner. Und im Moment machen die Gegner hier halt mehr Einsterner als wir. Und die haben jetzt schon 1, 2, 3 Stück gemacht, 4 Stück schon gemacht. Ich meine, ich hätte es ja jetzt auch hier in den Events, in den Stats sehen können. 4 Stück gemacht. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, vor allen Dingen für die wieder aufzuholen, zumal die Zweiter sind im Moment und wir sind zurzeit Dritter, aber der erste Clan da oben, die Uniteds, haben schon 12 Angriffe und wir haben erst 5 gemacht. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir waren gestern Abend nach dem Spieltag Erster mit 2 Sternen, glaube ich, vorne und haben jetzt auch schon wieder einen Dreier hingelegt. Ich bin immer beeindruckt, muss ich sagen. Und ich weiß gar nicht, warum mir das nicht gelingt. Ich übe ja eigentlich genau mit dieser Kombi hier recht viel. Ich würde fast sagen, ich farme da schon seit Beginn der Max Drachen mit und nutze auch immer eine Blimp. Aber manchmal ist meine Blimp halt nicht so ultra, ultra effektiv. Und deswegen glaube ich, versage ich da auch mal ganz gerne. Aber hier macht er das ganz schön. Ich habe den Angriff auch noch nicht gesehen, Leute. Und ist natürlich ein bisschen lieblos, die Base mit dem Monolithen. Den bekommt er auch nicht, aber der ist angehittet, wird aber auch jetzt im Moment gerade nicht repariert. Wird überhaupt was repariert da? Ich sehe gar keine Bauhütten. Ah, ne, der hat noch kleine Bauhütten hier, Leute. Seht das? Er hat auch noch keine Bauhütten, die man die reparieren. Da oben auch nicht. Da auch nicht. Oh ne, der hat überhaupt keine Reparaturbauhütten. Okay, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass es Leute gibt, die eigentlich eine gute Rathaus 15er Base haben, aber keine Bauhütten. Also gerade die darf man ja nicht verkennen, wenn die außen nur so rumstehen zum kaputt machen, bringen die natürlich in der Base noch nichts, gar nichts. Und denn so hätte sie jetzt an den Monolithen eine hingestellt, wäre der sicherlich wieder hochgeheilt worden oder ja doch hochgeklopft worden, repariert worden. Aber so wird das natürlich nichts. Ich sehe gerade, so viel Drachen hat er jetzt auch nicht mehr. Wie konnten das 3 Sterne werden? Ich frage mich das jetzt gerade wirklich. Naja, aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie viel Einsterner ihr denn schon hingelegt habt. Und ich hoffe, ihr wisst, dass ihr eine gewisse Anzahl an Sternen am Ende der Woche haben müsst, um vollen Sternebonus zu bekommen. Also nicht den Zusatzbonus, sondern überhaupt den Sternebonus. Es waren 8 Stück, glaube ich. Ne? 8 Sterne braucht man. Und da bin ich mit einigen Accounts weit von weg, das am Ende der Woche geschafft zu haben. Ich muss mich sogar mit Thorsten so ein bisschen schon fast sputen. Und je mehr man natürlich Einsterner macht, desto, ich sag's mal so, nervöser und vorsichtiger wird man, dass einem das bloß nicht nochmal passiert. Also mir geht das auf jeden Fall so. Und wenn man natürlich ein sicherer 3-Sterne- oder 2-Sterne Angreifer ist, dann hat man da nicht so die Not oder die Mühe mit. Aber ich muss sagen, ich bin dann immer so ein bisschen so, ah Mist, wieder ein Einer, es wird nicht besser. Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich, ne? Naja, ich wollte es auf jeden Fall für euch festhalten, dass gestern der One-Star-Day war. Ich habe den einfach mal so genannt. Und
dass wir auf jeden Fall immer noch in allen Clans eigentlich gut zugange sind, obwohl, wo ich jetzt zu Anfang im Clan war, bei Totos Bande, da habe ich halt mit meinen Neunern jetzt 12er zu machen. Rathaus 9, Rathaus 10, Rathaus 11, Rathaus 12. Ja. Ne? Und hab da keine Blimp. Das kommt ja noch dazu in den kleinen Clans, wo du so ab Rathaus 10 auch kämpfst, hast ja wenigstens eine Blimp und kannst die, wenn sie denn durchkommt, irgendwie safe setzen mit ein paar Sneakies. Aber bei den Zehnern ist das auch schon gewagtes Vorgehen, weil du hast keinen Warden oder so, den du dahinter setzen kannst, um die mal eben unverwundbar zu machen, sondern die fliegt wirklich einfach so rüber und man hofft dann, dass sie ankommt. Ich hoffe, die Monster-Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch gestern wieder so zahlreich gesehen habe und ich denke, ihr mich auch gesehen habt und da ich ja übermorgen Urlaub habe, werden wir uns in jedem Fall wieder öfter sehen. Ich werde das auf jeden Fall ein bisschen ausnutzen, dass wir ein bisschen mehr Zeit miteinander haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao, euer Toto. Blast.